Hey Leute, willkommen zurück zu Minecraft Doors. Eine weitere Folge. Es geht weiter. Ich habe ja gestern war das erst im Stream. Ich wollte mit dem Slice and Splice eine Farming Station machen und dazu fehlt mir noch ein Zombie-Kopf. Und dann habe ich mich direkt nochmal gerade so ein bisschen mit dem Wut-Dings da unten, der Bums da unten beschaffen. Und ich habe jetzt hier das zurückgedreht auf Tier 1. Und ein Zombie-Kopf, also, oder besser gesagt, ein Zombie mit diesem Prism gefangen, mit diesem Mob-Prism, ist jetzt auch hier drin. Also ich habe deswegen auf die Tier-1-Stufe zurückgefahren, weil der Zombie braucht nur Tier 1. Jetzt hoffe ich, dass da irgendwann mal ein Kopf drin landet. Ich lasse auch aktuell die Sachen da nicht rausziehen durch die Ender-Chest, also dass die in dieser landen. Aus folgendem Grund, weil ich sehen will, wie gut die jetzt abgeht, diese Farm. Jetzt haben wir schon Zombie-Hard. Man kann ja auch noch Upgrades machen bei dieser Mob-Farm, allerdings da weiß ich noch gar nicht so ganz genau, was es da alles gibt, wie das geht und vor allem was bei welchem Tier möglich ist und wie viel. Es gibt ja hier diese ganzen, vielleicht gucken wir mal, ob es ein Spawn-Upgrade gibt irgendwo. Ich glaube, das ist dieses Mass-Upgrade. 6 Mobs, 8 Mobs. Die Frage ist, ob das jetzt auch aufbaut aufeinander, ne? Ob ich erst diesen 4 Mobs-Upgrade brauche, dann erst den bauen kann. Vielleicht erschließt sich das schon daraus. Oh, das ist aber schon krass. Was brauche ich denn da alles? Schauen wir uns das 8-Ding mal an. Das ist gar... Alles klar, brauche ich mal einen Enchanter und so. Deswegen lasse ich das jetzt. Lass die jetzt einfach mal laufen da unten. Und hier habe ich noch was umgestellt. Wenn ich den jetzt auf... ignorieren drücke, dann zieht er das nicht raus. Wenn ich den hier hinten jetzt auf... ignorieren drücke, dann zieht er es raus. Okay. Also mache ich das jetzt so, die immer komplett aktiviert und dann brauche ich nur hinten den Controller an ausmachen oder das Relay. Also nur mit Signal darf es arbeiten. Die alle komplett ignorieren, dann kann ich den immer an ausschalten, wenn ich das so ein bisschen unter Kontrolle haben will, was hier drin landet. So, deswegen kein Technikkram heute, wir bauen heute ein bisschen weiter. Ich habe jetzt hier schon eine Menge Marble drin, ein bisschen Hardened Clay, wobei... da fällt mir ein, das ist echt wenig. Ich muss mal gucken, wie kann ich denn nochmal Black Dye machen? Hieß das so? Ich glaube, irgendwie kann man diesen Lotus noch verarbeiten. Black Dye, alles klar. So, was haben wir noch an Clay? Was war das überhaupt? Ach so, diese Bären. Alles klar. Clay, da ist noch genug Clay drin halt. Ach, warte, das war ja wieder anders. Na? Ja, immerhin, das ist doch schon mal was. So, dann fangen wir mal an. Habe ich meinen Builder's Wand mit? Hier habe ich noch den Jarhammer. Journey to Jar. Ich dachte, damit kann man aus diesem Wut-Controller, was der hier ist, wenn man da so ein Prism reinsteckt, dann ist das da drin, ja, fest. Und ich dachte, man kann irgendwie die... also das, was man reingetan hat, da rausholen. Warte mal, ich zeig das mal hier. Hier habe ich jetzt zum Beispiel, da steht Mob Witch. Ob man diese Witch da wieder rauskriegt aus dem Controller, weiß ich eben nicht, wie es geht. Ich dachte vielleicht mit dem Hammer. Sonst sehe ich hier kein Werkzeug, mit dem das gehen könnte. Deswegen habe ich erstmal einen neuen Mob-Controller gemacht und da dann meinen Zombie reingepackt. Aber weiter geht's. Builder's Wand. Weiter geht's, immer weiter geht's, ne? Builder's Wand habe ich dabei. So, und jetzt machen wir endlich mal so ein bisschen... ist das wirklich schwarz? Wie sieht denn das aus? Das sieht eigentlich braun aus, ne? Nicht wirklich schwarz. Also das soll jetzt hier so diese Leiste drumherum werden. Die Zierleiste. Warte mal, wir probieren das mal. Wird ähnlich so ein bisschen wie das... oh, Wip will Guess auf Dinecraft. Jetzt so vom Style her. Oh, Alter, mit dem... wie soll ich den ausstellen? Ich hatte nämlich gedacht, dass man das dann auch hier so... keine Ahnung, wenn das jetzt die Garage ist, dann geht das halt hier so runter und dann kann man dann... da noch so diese Bären ein bisschen zum Beispiel mit reinmachen, so als Mauer ein bisschen. Dann noch hier oben so ein Solarpanel-Dach, vielleicht darunter noch ein Pool. Wo die Teile später landen, weiß ich auch noch nicht, weil Solarpanels habe ich eigentlich jetzt schon recht viele.
Da hole ich dann auch gleich noch ein paar, aber ich mache jetzt erstmal hier. Ups. Ich denke, ich bleibe bei der Farbe. Wobei, ich schaue noch einmal nach. Was ist eventuell bei dem. Okay, das ist Marble. Bei den Factory oder Laboratory Blocks gibt, was da besser passen könnte, wo ich vor allem mehr von habe. Weil ich weiß nicht, wie ich jetzt an die schwarze Farbe so gut rankommen soll. Factory oder wir machen es eben nur mit Holz. Oh, da habe ich noch so viel, ne? Door Factory. Ach so, alles klar. Das war der Ventilator. Habe ich noch ganz normale? Ach, da sind noch ganz normale. Oh, ja, ein Stack. Müssen wir dann da oben auch noch weiterziehen in dem nächsten Raum? Ich finde, das passt eben nicht zu mir, weil ich keine Fabrik habe. Wobei, wie sieht es denn oben aus? Wenn wir den nutzen. Ups. Hat wenigstens halt nur so ein bisschen Struktur. Es passt nicht zu dem Haus. Zu einer Fabrik auf jeden Fall, zu dem Haus nicht. Dann, den hatte ich glaube ich auch schon probiert. Ich musste mir mal jetzt hier so. Den finde ich eigentlich ganz cool. Wobei, was gibt es eigentlich bei den Steinen so? Wir haben noch gar nicht alle Blöcke probiert, ne? Ja, das ist alles ein bisschen zu grau. Viel zu grau. Und der? War der nicht so komisch? Ne, der war es eh nicht. Moment, ich glaube, ich habe da gerade. Den wollte ich, oder? Ach, das ist der. Krass, guck mal. Ich dachte ja, dass das der dann jetzt ist. So, bei den Laboratory. Das ist auch so eine Metallplatte. Schon sehr korrosiert. Das ist so eine Rusty Plate, egal. So, komm, dann machen wir nicht. Ich habe eine Idee. Wir probieren mal unten noch die Steine aus. Ich glaube nämlich, wenn ich dann mit dem schwarzen Clay, was so bräunlich ist, oben arbeite, dass ich da echt krass viel schwarze Farbe brauche. Einfach nur normales. Da haben wir doch welche. So, was gibt es da noch Tolles? Ja, das sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, aber es ist halt auch alles zu hell. Es soll zu dem Weißen einen krassen Kontrast geben. Gibt es vielleicht zufällig da noch was? Also eher nicht so. Ja, das sieht halt auch von der Textur halt nicht so gut aus. Wieso habe ich nicht vorher mal geguckt, was ich haben möchte? Warte mal, die mache ich jetzt alle wieder zurück. 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 So, damit ich das da reinpacke. Das habe ich so viel Kram davon drin. Die Nether Bricks. Oh nein, nein, ich hasse das. Alter, das sieht geil aus. Das nehme ich. Das sieht auch so wie Stein aus. Das passt perfekt. Was meint ihr? Und Nether Bricks ist kein Problem. Da habe ich genug. Und wenn nicht, dann baue ich mir eben noch mal eine Quarry dahin. Ja, guck mal. Ja, das verbindet zwar sich zwar nicht so wirklich damit, aber ich finde, das passt von der Struktur trotzdem richtig gut hier rein. Hat auch eine schöne Farbe. Es ist dunkel, ein guter Kontrast zu dem Weiß. Das soll ja modern werden. Boah, es gibt ja auch noch Chisel und Bits, da kann man bestimmt mega hängen bleiben. Habe ich aber gesehen bei dem Haus von The Beater und Carscrafter. Also der Carscrafter hat mir dann gesagt, dass es mit Chisel und Bits gemacht wurde. Kann man auch noch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nutzen, dieses Element. Chisel und Bits. Habe ich aber noch gar nicht die Bench dazu gebaut. Also, oder das Tool. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. So, die Garage, die ist ja eigentlich auch noch viel zu klein, ne? Also, wie breit haben wir sie denn? 2, 3, 4. Können wir eigentlich direkt nochmal so breit machen. Ich weiß nicht, geht das gut?
Das geht gut. Nix reingefallen. Und hier muss noch ein künstlicher See angelegt werden. Eventuell kann man die Teile dann vielleicht irgendwie da an dem Berg mit dran bauen, dass das Wasser dann darunter kommt. Und dann ist hier, warte mal, das ist ja auch genau drei, nee, vier breit, ne? Egal, dass man die hier hinten trotzdem reinzimmert. Und dass man dann hier so einen Flusslauf macht, der hier so lang ginge hier hinten. Also auf der Höhe, so in etwa wie ich mich befinde, vielleicht noch ein tiefer. Und dann fließt das hier so runter, ne neben der Garage hier in so einen See. Das wäre doch nice. Das ist halt nur Aufwand, ne? Ich glaube, deswegen lasse ich jetzt auch an der Stelle. Ich will die noch nicht abbauen. Wobei, wenn ich jetzt die Solarpanels oben drauf packe, die sollen ja nur auf der Garage sein später. Also müssen die auch hier erstmal weg. So, das ist okay so. Ach so, ich hatte ja überlegt, hier oben dann, das ist aber schon das Dach, genau. Ups. Soll ich denn die im Boden machen? Kann man die verstecken dann, die Solarpanel? In dem Boden, dass da was anderes drüber ist, aber dann kriegen die vielleicht kein Licht mehr, ne? Lutscht er das jetzt leer, das Ding? Der hat keine Verbindung, das ist eben das Blöde. Wobei, die können noch einen höher. Gut, dann stellen wir uns vor, wir haben hier. Hier ist das Haus zu Ende. Da fängt ja dann die Garage an. Wie groß die jetzt wird, das ist. Muss man dann halt mal sehen. So, ich mach mal eben. Die kommen alle weg. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Pack mal das Marble weg. Ich habe ein bisschen Angst, dass die dann verschwinden. Jetzt die Frage, wo geht es dann raus? Also da ist ja sowieso der Ausgang. Kann man da seitlich eigentlich dran? Ich komme nicht dran. Warte mal, ich hatte. Nee, auf dieser Höhe, ne? Und jetzt das Kabel da hochziehe. Moment. Nein. Genau. Ah, da verbindet sich. Und jetzt noch was. Kann ich das verstecken? Wie ging denn das mit diesen. Ah, ja, genau, ich weiß. Conduit Binder. Conduit. Conduit Facade. Mit Marble, Laboratory Blocks, Oak Plants, Glowstone. Das ist ja alles schon bemalt. Warte mal, ich pack mal ein bisschen Marble weg. Clay brauche ich nicht. Den wandeln wir noch um. Ist eigentlich egal, aber ich habe das halt gerne, dass das dann da drin nicht so in allen möglichen verschiedenen gechiselten Versionen drin hängt. Und was wollte ich jetzt. Warte mal, ich muss mal nachschauen. Hab gerade das Rezept irgendwie nicht mehr im Kopf. Die ganz normale Conduit Facade. Mach die mal. So, und die muss ich wahrscheinlich jetzt hier in. Hä? Wo habe ich den? Nein! Mein Painter ist weg. So, der kriegt ja noch keinen Strom hier an der Stelle. Könnte ich in den mit dran krachen? Und instant voll. So, Painter und dann bitte einmal davon. Ein rein. Das nur für die eine Ecke da oben. Bin ich mal gespannt, wie er das dann versteckt. Und dann muss man natürlich auch gucken, das Solarpanel. Ich weiß nicht, wie viel er machen kann. Also nebeneinander. Hui. Denn wir haben hier 3 und 4. Ich pack mal die 4er jetzt mit da dran. Okay, das geht. Das geht, das finde ich nice. Zack. Da haben wir noch einen Vierer. Ja, wirklich? Ne, da, der. Halt, so.
Kann auch in die reingucken. So, das sieht schon so aus, als ob er die leer lutscht. Nur die hat einen anderen Wert. Wenn jetzt die Dreier da dran packt, geht's natürlich nicht. Die füllt sich auf, die kriegt da nicht rausgezogen, weil die sich nicht verbinden hier. Verbinden, aber wenn ich dann die Vierer alle habe, das ist schon mega geil. Nur könnte es jetzt von der Energie her eng werden. Ach, da muss ich auch noch zumachen. Deswegen vielleicht jetzt an der Stelle erstmal. Ziehen wir das noch darüber, dass wir da noch die Dreier dran setzen können. Das wird dann praktisch über dem Dach der Garage hängen. Die muss ich auch mal wieder dahin setzen. Oh, ein bisschen ruckelt es immer mal. Aber ich bin froh, dass der Server jetzt für die Aufnahme läuft heute noch. Gestern war ja auch Doors-Stream, genauso wie Dinecraft. Ich habe ja von Doors dann zu Dinecraft geswitcht, weil der Server dann gestern Abend leider down war. So, warte, die habe ich. Dann Conduit Facades mit Laboratory Blocks. Da weiß ich jetzt nicht, was das für welche sind. Brauche ich eigentlich nicht. Konduit. Mit Marble. Ich nehme mal jetzt die auch noch mit. Mit Glowstone. Dark Oak Plan brauche ich nicht. Normale habe ich nicht mehr, ne? Dann machen wir noch ein paar. Denn ich brauche genau die hier. Und was war das da oben in der Ecke? Müsste ich gleich nochmal nachschauen, aber auf jeden Fall drei von den einen. Also drei von den einen klingt irgendwie blöd. Also die drei auf jeden Fall. Mal sehen. Ich habe jetzt nur einen reingepackt. Da macht er doch bestimmt wieder ewig viele von. Nummer 2 und Nummer 3. Jetzt nehme ich die wieder raus. Ich werde halt nicht zu viel davon verbraten, wobei eigentlich geht das Rezept. Das ist jetzt nicht so wild. So, dann setzen wir die. Ich habe gerade vergessen, welche. Da war doch nur ein Block offen. Einer war offen. Ja, eigentlich nicht. LOL. Ach so. Hä? Wieso ist denn das noch zu sehen? Hä? Oh, Energy, kann ich wollte schon sagen. So, hier sieht man auch schön, wenn man die in der Hand hat. Das finde ich richtig geil. Aus irgendeinem Grund hat er den nicht da reingesetzt. Aber der ist weg, einer. Ich habe drei verbaut jetzt, blöderweise. Jedenfalls können jetzt da. Da oben muss er auch noch. Ach, genau, den hatte ich vergessen. Den machen wir noch. Also, wir machen das noch fertig mit den Solarpanels an der Stelle. Muss ja auch mal ein bisschen beim Hausbau vorangehen. Aber die gefallen mir ganz gut, die blauen Blöcke da, die ich jetzt genommen habe. Moment, das brauche ich nicht. Oh, ich will immer an das Teil da vorne, an den Splice. Conduit Facade, da habe ich nur eine. Mit Nether Bricks. Aber da brauche ich auf jeden Fall noch welche. Ich lasse den mal machen. Wobei, nee, da macht er wieder zu viel. Eins, wie waren das noch? Ich mach mal vier. Ich habe jetzt nicht abgezählt. Ups, das war's schon. Nee, da macht er noch welche. Vielleicht reichen die drei. Ich glaube es zwar nicht, aber gucken wir mal. Nur weil der eine den da in der Ecke gefressen hat, irgendwie. Habt ihr ja gerade gesehen. Ah, drei reichen aber. Geil. Moment, das Kabel. So, nach oben. Jetzt erstmal die Solarpanel da dran. Nein, boah, ist das doof. Ey, Hover wäre so geil, ne? Steht der mal oben links in der Ecke. Da ist der Hover Engine deaktiviert. Das finde ich so doof, da dran zu kommen. Na, gerade hat das. Jetzt. Perfekt.
Ja, ich krieg da immer Schaden. So, jetzt packen wir den oben rein. Da, sauber. Dann läuft doch. Hä? Sind das, war das der hier? Das ist doof, dass er das jetzt nicht annimmt, die. Aber das war richtig. Ach! Ich verstehe. Ach, guck mal, da ist der. Jetzt verstehe ich. Und jetzt weiß ich auch, warum ich noch einen hatte von dem anderen. Lustig. Also der. So, dann fehlt er jetzt logischerweise hier. Aber jetzt kann ich die Panels da dran packen. Upp. Nein, gibt doch. Mensch. Oh, ich mache es immer so schnell, weil dann verklicke ich mich. So, lutscht da auch raus, schön die Energie. So, nochmal kurz unten nachgucken. Hä? Als wäre da gerade eine Barriere gewesen. Energie ist eigentlich nicht so ein Problem momentan. Also, die laufen zwar alle nicht. Wenn alle Maschinen an sind, dann müsste man mal gucken, wie die Energie ausreicht. Ich glaube, dann bekomme ich schon zu wenig. Ey, da hat mir Slime Boots gegeben. Ja, hier, Rotten Flash ohne Ende, ne? Aber muss auf jeden Fall dann noch ein Upgrade drauf, irgendwie. Slime Boots sind sowas von egal, weil die gehen nicht kaputt. So, wenn wir schon dabei sind. Solar, ich habe hier noch 8. Machen wir noch die 3er, die packen wir oben hin. Und dann muss ich demnächst mal sehen, dass ich die Stufe 4 automatisiere. Und dann mal gucken, was ich dann wiederum für Stufe, ups, Stufe 5 brauche. Wie weit kann er sich denn eigentlich verbinden? Wie viele? So, sollte jetzt aber von der Energie ganz unten kein Problem mehr sein. Immer mal wieder dieses Waiting for Server zwischendurch. Hier oben ist ja auch noch Licht dran. Sieht man hier in der Ecke ganz gut. Ja, sieht man überall so die Schatten. Bitte ein Kopf. Plus, ja, okay, passt. Gut, aber an der Stelle würde ich sagen, ich bin raus. Danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns zum nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.